Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Ja, heute versuchen wir den Tieflader zu bauen, damit wir den Explorer transportieren können. Und ja, dafür bin ich extra aus unserem Ruckelgebiet rausgefahren. Und bevor wir damit anfangen, kommt erst einmal Jupp-Heidi und Jupp-Heida! Das wollte ich schon immer mal machen. So. Wo kommen jetzt plötzlich die ganzen Gegner her? Haben die einen Schlag? Wow, geh du mal mit deinen Drills weg. Und du verziehst dich bitte ebenfalls. Geht doch. Ich glaube, die beiden anderen sollte ich vielleicht auch entfernen. Na komm, put, put, put. Uiuiuiui. Na kommt weg mit euch. Oh, das hat sich ein Schuss ausgehalten. Und das war's. Na dann, fangen wir mal an. Was schlägt hier schon wieder für Granatensplitter ein? Da wirst doch du verrückt. Guck mal, da liegen Megaton-Kanonen. Uiuiui, mein innerer Joe schreit. Aufsammeln, aufsammeln. Und ich denke mir jetzt einfach so, nee. Vielleicht später. Na komm, nimm mal die Overlord-Kabine. Und dann fangen wir mal an. Na dann, und ein paar Meter vor. Na, vielleicht soll ich noch ein paar Storage schon jetzt aufstellen. So. Na dann, brauchen wir jetzt erstmal Blöcke. Ein Glück, dass ich den Gigacube wieder eingesammelt habe. Sonst hätten wir jetzt ein kleines Problem. Ich hätte jetzt gerne komplett andersrum. So, geht doch. Und jetzt brauchen wir die Dinger hier. So. Geht doch. Man muss dich nur zu deinem Glück zwingen. Nee, so nicht. Das macht doch jetzt gar keinen Sinn. So, jetzt schätzen wir erstmal die Länge ab. Die Breite kommt gleich. Wir müssen auf jeden Fall ein gutes Stück länger sein als der Explorer. So. Würde das reichen? Ich glaube ja. Vielleicht bauen wir auch noch eine eigene Ladestation ein. Das wäre doch eine Option, oder? Aber wir bekommen nie genug Batterien zusammen, um die Ladekapazität des Explorers aufzufüllen. Weißt du was? Wie viele GSO-Batterien haben wir? 88. Könnte das ausreichen? Ich denke mal ja. Ansonsten kaufen wir welche nach, auch wenn das Budget dafür nicht gerade geplant war, dass ich es da so kurzfristig noch zusammengefarmt habe. Als ich den Gigacube gebaut habe, war ich ja ständig pleite. Man muss sich doch hin und wieder mal eine Ladestation gönnen, oder? Wie viele Blöcke haben wir vorne? 4, 6? Gut, dann lassen wir hinten auch mal 6 frei. Moment, das sind ja keine 6, oder? Das sind ja nur 5. Vielleicht wären ja 5 angemessener. Du bleibst erstmal hier. Du
Du verziehst dich nicht wieder in das Storage Unit. Nee, nee, nee. Heute nicht. Heute haben wir ein bisschen mehr vor. Wunderbar. Dann wäre dieser Schritt auch bald abgeschlossen. Aber ich habe das ungute Gefühl, wir müssen noch ein Ticken länger werden. Oder wir machen oben eine Überlänge. Ja, guck mal, die Batterien reichen auf einen Zentimeter. Das war ja gar nicht geplant. So. Eins, zwei. Nee, so viele haben wir ja gar nicht. Aber ich glaube, das reicht trotzdem, wenn ich jeden zweiten mache. Ja, locker. Locker, locker. Locker, flocker. Oh, komm, jetzt beeil dich mal ein bisschen. Nicht so viel dummes Zeugs quatschen und lieber ärbern. Da haben wir mehr davon. Also, aber ich würde mal sagen, das wird so nichts. Ich könnte die Teile doch nach innen verbauen. Das funktioniert ja auch nicht. Machen wir es so. Müssen wir uns um die Verankerung halt anderweitig kümmern. Aber ich glaube, jetzt geht mein Plan, was die Reifen angeht, nicht mehr auf. Das finde ich schlimm. So, und dementsprechend brauchen wir jetzt auch mal ein paar Verankerungen. Eins, zwei, drei und vier. B. Ich meine V. So, jetzt laden sich die Batterien. Ich muss mal kurz meine Stimme reinigen. Moment. So ist gut. So, aber mich würde jetzt mal interessieren, ob die Reifen, die ich da geplant habe, nämlich diese hier, noch drauf passen, dass wir nachher einigermaßen fahren können. So, einer hier nach vorne und gerne drei nach hinten. Ich hoffe, dass es aufgeht. Und guck mal, jetzt wird direkt der Explorer geladen. Beweglich sind wir auch. So, wo ist denn hier eigentlich die Baumitte und wie schaut es denn eigentlich mit Reticular Research Standardblöcken aus? Da muss ich einiges nachkaufen, hoffentlich sind die nicht so teuer. Na komm. Und ich spüre, da verabschiedet sich meine Stimme schon wieder. Komm, kaufen. Moment. Kleine Rampe. Ui, mittlere Rampe. Vielleicht kaufe ich auch ein paar von denen. Ein paar von denen. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge von den Platten hier. Weil auf diesen Haftpunkten können andere Techs nicht so gut fahren. Auf diesen Platten aber eher schon. Moment, mal will die Stimme reinigen. Und dabei bitte nichts vom Tisch werfen.
Ich will hier nicht den Checky machen und meinen PC absaufen lassen. Moment, 4. 4. 4. 4. 4. 4. Dann sind die beiden hier die Mitte. Mal den Shop verlassen. So. Ich glaube, ich stelle mich mal wieder neben den Explorer. Ja, ein Glück, dass ich das super mittig hingesetzt habe. Na komm, das korrigieren wir mal schnell. Habe ich echt mehr als 40 Platten gekauft? Schwöre, davon wusste ich nichts. Na komm, da können wir jetzt noch eine hinsetzen. Dann geht es fast schon auf. Was jetzt aber nicht funktioniert ist, dass ich die Rampe halt hier nach oben drehe. Ja gut. Dann lass mal, dann wird das halt eben nicht so. Das ist schon mal das erste Detail, das nicht klappt, wie ich es gerne hätte. Hätte Fahrradkette. Muss die Rampe hier nur noch mitspielen? Wenn sie ihn jetzt da wollen würde. Oder sind wir hier schon beim Baulimit? Ich glaube nicht. Da haben wir es doch. Man muss den Block halt nur zwingen. So. Ist auch gut. Nee, ist nicht gut. Gefällt mir nicht. Oder ich kaufe noch mehr von diesen Dingern ein. Auch wenn ich das vermeiden wollte. Na komm, lassen Sie uns einkaufen gehen. Bei der Price. Ist ein Scheiß. Na komm, nehmen wir die hier. Das dürfte ausreichend sein. So, dann wieder zurück. Na komm, geh mal sogar in Baumodus. Die haben wir genommen, oder? Jo. Wenn's, ich glaube, ich bräuchte Mods wie Pistons oder so, damit ich die paar Blöcke hier hoch und runter fahren kann. Das wäre ja auch relativ nice. Weil so bringt es uns ja schmerzlich wenig. Wir werden da höchstwahrscheinlich überall hängen bleiben. Na komm, gehen wir da raus aus dem Baumodus. Ach, du hängst dir an der Dingstor schon jetzt fest. Sag doch was. Weißt du, die meisten Texte stehen einfach nur rum und sagen nichts. Und wundern sich dann, wenn nichts klappt. Ich glaube, so werden wir nicht hochkommen. Ja, wir können es ja mal probieren. Ja, ist so schön. Probieren geht über Studieren. Ansonsten müssen wir noch eine Ebene runter machen und dann hoffen, dass es hinhaut. Da sind wir jetzt in die Sichtweite unserer Base gekommen.
Nee, wir sind noch nicht bright genug. So kommt man nicht hoch. Wir müssen die gesamte Rampe eins breiter machen. Das ist jetzt irgendwie das kleinste Problem. Ich muss hier ja nur einen dicken länger machen. Weißt du was, weil das hier so mies aussieht? Gehen wir hier auch mal ein bisschen länger. Ich sehe schon kommen, der erste Beschuss und das Ding fällt auseinander. Aber es ist halt kein Kampffahrzeug. Moment, wenn ich schon mal hier bin, wie viele Rampen brauchen wir noch? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ich habe 4. Jetzt muss ich mindestens 8 nachkaufen. Warum zähle ich eigentlich, wenn ich eh zu viele kaufe? Da brauche ich längere. Hehe. Das waren die hier, ne? Genau, die waren's. Ein Glück, dass ich direkt von denen mehr gekauft habe. So, und jetzt die kurzen. Es ist unglaublich, wie viele unterschiedliche Haftpositionen und Stellungen es gibt. Aber sieht so aus, als hätte ich die eine schon zweimal verpasst. Oder ich habe kurz bis zu der Stellung gedreht und dann aus Versehen in die andere Richtung. Moment. Nee. Geht doch. Man muss das Zeug nur zwingen. Am liebsten würde ich jetzt die innere Bahn abreißen, aber dann hält halt nicht mehr. Und vorerst der letzte. Sondern noch 500 mal drehen und wir sind am Ziel. Ja, einmal zurück ist auch eine Lösung. Das ist keine Lösung, aber ich bringe erstmal die hier an, bevor ich es abreiße, weil sonst muss ich das hier wegklicken und dann muss ich wieder von vorne anfangen mit dem Drehen. Und dann können wir mal schauen, ob wir da hochkommen. Handbremse anziehen und rauf. Ich muss tatsächlich noch eins runter. Das ist jetzt uncool. Das wird uns höchstwahrscheinlich die ganze Fahrt ruinieren. Oder ich muss da Reparaturblasen hin machen, weil die Teile werden kaputt gehen mit der Zeit. Und ich brauche noch so ein Teil. So, jetzt fragt ihr euch, bestellt ihr genau ein Teil oder mehrere? Eins reicht. Weil wer weiß, was wir sonst noch für Trümmer brauchen. Ach nee, ich hab's ja breiter gemacht. Brauch ja nochmal 4. Heieiei. Was ist denn heute los mit mir? Und jetzt kaufe ich 5. Ja gut, ein Ersatzteil. Kann man immer gebrauchen. Put, put, put. Auf die andere Seite könnte man so eine Art Gegenrampe machen.
Aber erstmal schauen, ob das so funktioniert. Und wir fahren noch. Aber sobald das Gelände halt ein bisschen uneben wird, wird es halt problematisch. Guck mal, jetzt kommen wir sogar drauf. Das Einparken ist halt nicht so einfach. Na komm, runter da. Das probieren wir gleich nochmal. Ich glaube, wenn man da einfach ganz normal drauf fährt, soll es keine Probleme geben. Oder wir parken rückwärts ein. Dann ist das Ausparken auch leichter. So, sehr gut. Hinten hätte ich gerne dann so einen Begrenzungspfahl. Dengel, 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 Dengel. Stoppen kann uns nur ein Begrenzungspfahl. So, dann nehmen wir die Dinger hier. Bitte nach oben ausrichten. Und das ist jetzt problematisch. Ah, ich liebe die Symmetrie. Dann eben so. Du geh mal da weg, da. Muss ich jetzt tatsächlich Sachen von Geocop nachkaufen? Man fasst es nicht. Zubehör? Na komm, die sind relativ günstig. Wir würden mehr brauchen. Weil ich plane jetzt irgendwie rundum zu machen. So. Sehr gut. Moment. Du kommst so hier hin. Und du kommst da hin. Dann wüsste ich gerne, wie lange wir schon bauen. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand heutzutage noch eine 40-Minuten-Folge Teratech angucken würde. Davon hatte ich auch nur eins. Wobei, wir können die Stoßstangen-Dinger nehmen. Passen die da auch drauf? Nee, nicht wirklich. Hauptsache unser Explorer hat Spaß. Na dann, kaufen wir noch ein paar von den Teestücken. Uiuiuiuiui. So, hier. Wunderbar, dann quetschen wir die Teile hier dazwischen. Auch das ist wieder so eine Konstruktion, die abfällt, wenn man sie einfach nur schief anguckt. So, aber ich habe das ungute Gefühl. Hoppala. Dass ich seitlich vielleicht eins breiter werden sollte. Weißt du, wir parken jetzt erstmal professionell ein. Ich habe da eigentlich so eine Mulde geplant, damit das Ding nicht von alleine wegrutscht. Weil wenn ich jetzt hier höchstwahrscheinlich nach vorne fahre, dann rutscht das höchstwahrscheinlich genau weg. Weil die Unterfläche als zu glatt ist. Jetzt spürt das Teil das Gewicht. Hm.
Weißt du was? Dann geh mal hier mal seitlich. Ja, da habe ich irgendwas gedroppt. Das ist jetzt unbedingt zu Mama in die Storage, wenn ich möchte. Was haben wir denn hier eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5. Das Rad vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Vorne. Hm? Nochmal. Ja, guck mal. Fünftes Rad vorne. Und wir sind hier am fünftes Rad hinten. Passt, wackelt und hat Luft. Und schon wieder wünsche ich mir irgendwelche beweglichen Teile, damit ich das hier einfach mal dicht machen kann. Das müssen wir dann jedes Mal neu bauen. Und ich brauche noch mehr Stangen. Fehlt halt die seitliche Sicherung. Aber das wird dann hoffentlich kein Problem sein. Falsche Payload-Terminal. Bleibst da schön oben. Na komm, ich muss da nochmal neu einparken. Aber ihr seht, wo die Reise hingeht, ne? Dass er nicht eiskalt gerade rückwärts fahren kann. Irgendwas beißt ihn da an der Rampe. Na komm, neuer Anlauf. Na komm. Hoppala. V weg, B rein. Ich glaube, wenn man vernünftig drauf fährt, haut es bestimmt hin, aber... Was haut denn bitte schon heutzutage alles hin? Die seitlichen Sicherheitsstangen werden fehlen. Hier. Dann machen wir jetzt mal dicht hier. So, und ich würde mal sagen, für die Folge reicht das hier bereits. Und wir machen unsere erste Spritztour. Und ich kann nicht verankern, weil da irgendein... Entweder liegt es am Hinterteil oder da drauf, dass das Tech hier drauf ist. Na komm. Dankeschön. Na da, Abfahrt. So, ich hoffe mal, dass du mit der ersten Version unseres Schwerlasttransporters zufrieden bist. Und da der Boden hier uneben ist, kommt man nicht mehr weiter. Oder die Räder sind eiskalt überladen. Das finde ich schade, weil ich hätte gerne schon die hier genutzt. Kann ich nach oben? Guck ja mal. Wir könnten das als Hochwasser-Ding nutzen. Ja, höchstwahrscheinlich brauche ich größere Räder dafür. Welche können wir denn nehmen? Sind die hier größer? Auch nicht wirklich, oder doch? Moment, wir testen es einfach, oder? Moment. Einfach mal eins runter.
dauert natürlich auch noch ein paar Sekündchen. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber jetzt funktionieren unsere Verankerungen ja auch nicht mehr. Egal wie man macht es falsch. Das ist eine alte Weisheit des Lebens. Wie gesagt, jetzt geht es erstmal um die Fahrtüchtigkeit. In der nächsten Folge können wir das Teil noch ein bisschen ausschmücken, damit es nach was aussieht. Aber ich habe das ungute Gefühl, außerhalb der Salzwüste ist es relativ nutzlos. So, der Moment der Wahrheit. Ich glaube, ohne Raketenantrieb kommen wir die Steigung hier nicht hoch, oder doch? Guck mal, es quält sich langsam. Es bewegt sich, oder? Ich hätte gerne mal einen Tacho drauf. Tacho. Guck mal, eine Meile pro Stunde. Drei, vier. Sobald wir das Hindernis hier überwunden haben, geht's. Ja, hier haben wir ein leichtes Gefälle nach oben, was man halt nicht wirklich sieht. Rückwärts und vor. Mit Vollgas. Nur nicht langsamer werden. Oder wir cheaten jetzt mal ein bisschen. Und dann kommen wir auch auf knapp 25 Meilen die Stunde. Nee, darüber brauchst du nicht abdriften. Schön geradeaus fahren. Willkommen bei Ruckeltech. Nee, wie gesagt, ursprünglich hatte ich es halt irgendwie vor, dass halt die Räder halt in so einer Mulde drin stehen, dass es nach oben geht. Wobei, wenn ich die Rampe andersrum mache und hier Gegenrampe, dann müssen wir halt noch die Rampe noch ein bisschen höher machen, dann wird es halt wieder kritisch mit dem Drauffahren. Ja, Lenken ist gar nicht gegeben. Und dann wieder Vollgas. So, meine Schnuffels, ich würde mal sagen, das reicht für die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir schauen, dass wir das Gerät noch ein bisschen ausschmücken, damit es nach irgendwas aussieht. Denn ich würde mal sagen, den Praxistest hat es bestanden. Da können wir uns darauf einigen, dass der Explorer vielleicht doch ein Ticken zu schwer ist. Weil ich glaube, ohne den Explorer geladen, könnte das Teil deutlich schneller fahren. Im Gelände ist es natürlich komplett nutzlos, aber hey. Ich hoffe, ich konnte dir damit eine kleine Freude machen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schön mit Ö. Vielen lieben Dank an meine Kanalmitglieder für eure Unterstützung. Dankeschön.